Charaktereigenschaften, so sagt man, lassen sich verschiedenen Sternzeichen zuordnen. Und zu jeder Charaktereigenschaft gibt es die passende Hunderasse. Welche Hunderasse passt also am besten zu deinem Sternzeichen? Wir verraten es dir. Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann weichen vom Mainstream ab, schätzen das Ungewöhnliche, verachten Konservatives und halten sich für originell. Und genau wie Chihuahuas sind sie sehr intelligent und kameradschaftlich. Ein Chihuahua und ein Wassermann, das passt perfekt. Schließlich pfeift der Wassermann auch auf spöttisches Grinsen und fühlt sich dem oft ebenso belächelten, kleinen, aber cleveren Chihuahua sicherlich sehr verbunden. Fische gelten als besonders sensibel, sowohl als Tierart als auch als Sternzeichen. Wittern sie Gefahr, tauchen sie blitzschnell ab. Dieses Verhalten erinnert an den Windhund. Auch er ist besonders sensibel und Fremden gegenüber misstrauisch und zurückhaltend. Gleichzeitig schätzen aber sowohl Fische als auch Windhunde die Gesellschaft, auch wenn man es ihnen durch ihre äußerliche Reserviertheit nicht unbedingt anmerkt. Widder sind im Frühling geboren. Genau wie die unverbrauchte, aufblühende Jahreszeit sind sie verspielt, unbekümmert, meistens gut gelaunt, Menschenfreunde und leicht naiv. Das erinnert an den Golden Retriever, den immer fröhlichen Familienhund. Goldies kommen mit fast jedem klar und mögen Kinder, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Hunderassen. Stiere sind für ihre Sturheit und Eigenwilligkeit berüchtigt. Das sagt man bekanntermaßen auch Dackeln nach. Genau wie Stiere sind Dackel nämlich leidenschaftlich, selbstbewusst und lieben die Natur. Schließlich werden Dackel noch immer als Jagdhunde gehalten. Die kurzbeinigen Hunde zeigen ihre Meinung recht deutlich und gehen gerne mit dem Kopf durch die Wand. Genau wie Stiere. Dackel und Stiere sind beide Einzelgänger. Passt, oder? Zwillinge, das Party-Sternzeichen im Tierkreis. Sie sind am liebsten immer unterwegs, unter Menschen und in Action. Stillsitzen fällt ihnen schwer und Spaß steht an erster Stelle. Sie sind immer auf der Suche nach einem Abenteuer und echte Energiebündel, genau wie Jack Russell Terrier. Jack Russell haben meistens gute Laune, brauchen viel Beschäftigung und sind nicht müde zu kriegen. Gemeinsam können sich der Zwillingsmensch und der Jack Russell Terrier so richtig austoben. Nach außen wirken Krebse kalt und abweisend. Doch hinter dieser harten Schale steckt ein weicher Kern. In Wahrheit sind sie nämlich sensibel und gefühlvoll, genau wie französische Bulldoggen. Aufgrund ihrer muskulösen Erscheinung halten viele sie für aggressiv. Doch ganz tief drinnen sind Frenchies verkuschelt und verspielt. Löwen gelten als besonders stolz. Sie stehen gerne im Rampenlicht, strotzen vor Selbstvertrauen und wollen Bewunderung. Der Hundezwilling des Löwen ist der Shih Tzu. Übersetzt aus dem Tibetanischen bedeutet der Name sogar Löwe oder Löwenhund. Jungfrauen gelten als korrekt und sicherheitsbedürftig. Ihre Wohnung ist ordentlich, ihr Leben gut organisiert, genau wie ihre Finanzen. Die Jungfrau ist immer auf der Hut und hat alles unter Kontrolle. Das erinnert an den Schäferhund, den Hütehund schlechthin. Seinem wachsamen Auge und analytischem Verstand entgeht nichts. Ihm ist die Sicherheit des Rudels besonders wichtig. Selbiges sagt man auch Jungfrauen nach. Die Waage hat einen ausgeprägten Sinn für Ästhetik. Menschen mit diesem Sternzeichen stehen für Schönheit. Sie pflegen sich und verlangen das auch von ihrem Gegenüber. Perfekt zu ihnen passt also ein Hund, der für Eleganz und Luxus steht. Und welcher Hund könnte das sein? Richtig, der elegante Pudel. Vor allem Königspudel gelten als eitel, manche reagieren sogar empfindlich, wenn man ihre Krone berührt. Sie fallen durch ihren stolzen Gang und ihre Gepflegtheit auf. Für diese sorgen natürlich ihre Besitzer, weshalb der Pudel besonders gut zur Waage passt. Skorpione sind eigenwillig. Echte Individualisten, sie sind streng und ihrem aufmerksamen Blick entgeht nichts. Fühlen sie sich bedroht, fahren sie ihren Stachel aus. Auch Chow Chows gelten als eigenwillig, sind unabhängig, nicht unterwürfig und wirken reserviert. Ein Chow Chow neigt an Auseinandersetzungen zu Aggressionen. Genauso wie Skorpionmenschen gelten Chow Chows als sehr loyal und ehrlich und kampfbereit, wenn sie Ungerechtigkeit beobachten. Schützen sind besonders freiheitsliebend. Eingesperrt sein mögen sie gar nicht. Sie gelten als Abenteurer und Naturburschen. Und Büroalltag ist nichts für sie. Passt irgendwie zum Beagle. Der Beagle ist ein Jagdhund, braucht viel Freiheit und hat eine große Entdeckerlust. Steinböcke sind die Karrieremenschen im Tierkreis. Sie sind wissbegierig, intelligent, fleißig, ehrgeizig und ruhen nicht, bevor sie ihr Ziel nicht erreicht haben. Bei Border Collies ist es ähnlich. Sie gelten als intelligenteste Hunderasse der Welt und werden bis heute als Hüte- und Arbeitshunde eingesetzt. Der Border Collie braucht ständig Beschäftigung und lernt gerne Tricks. Passt perfekt zum Steinbock.